Mein Name ist Sebastian Kriegsmann. Ich bin beim Deutschen Institut für Normung verantwortlich für Digitalisierung. Das meint zum einen Digitalisierung unseres Kernproduktes, Normung, Normen, also Smart, was wir heute schon viel gehört haben, und natürlich auch um die Digitalisierung unserer Organisation selbst, im Sinne der internen IT. Und soll ich gleich beantworten? Ja, unbedingt. Also Karl-Heinz, ich fand es natürlich total inspirierend und ich bin auch mit vielen Dingen sehr einverstanden. Ich nicht mit allen, glaube ich, aber ich bin auch nicht so ein Experte wie du, ganz sicher. Ich glaube, die wesentliche Herausforderung liegt tatsächlich in den Menschen, in unseren Organisationen, die wir befähigen müssen, da mitzugehen. Ja, man sagt ja häufig, Digitalisierung ist so 50% Mindset und 25% Skillset und Toolset, und das ist ganz klar, dass das mit Mindset beginnt. Da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, aber wir sind lange nicht da, wo du uns siehst, wenn du sagst, jede Organisation muss ihr eigenes KI-System aufbauen. Aber von der Idee her finde ich es interessant auf jeden Fall. Gut, aber können wir das noch einen Satz konkreter machen? Wie werden wir selber zu stärker lernenden Organismen, die jederzeit bereit sind, ihr Wissen von gestern liegen zu lassen und zu sagen, ich sattel das von oben drauf? Kurzer letzter Satz, wenn ich keine 20-jährige Tochter hätte, die mir ChatGPT in der Provision so auf meine Stirn geklebt hätte, sagt, bist du bekloppt? Moderation ohne ChatGPT würde ich heute noch in meinem eigenen Sermon kochen. Also, wie werden wir dazu? Das ist ja vollkommen klar, absolut, ich verstehe das. Es ist, gerade wenn man sich die Timeline anschaut, die Karl-Heinz gerade aufgemacht hat, ist es ja kein Thema, wo man sagen kann, das wächst sich raus. In der nächsten Generation, also meine Kinder, die sind 6 und 3, die werden da sicherlich anders drauf schauen als wir. Das ist eine Thematik, die wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf die Reihe kriegen müssen. So, da stimme ich absolut überein. Und dann bedeutet es natürlich auch, dass wir unsere Organisation in der Heterogenität, die wir da eben vorfinden, mitnehmen müssen und befähigen müssen. Und das fängt bei mir selber an. Okay, wir kommen dazu zurück zum eigenen Learning. Dr. Ralf Sporer. Ja, hallo. Also ich bin von der Siemens AG. Ich arbeite dort in der zentralen Abteilung und ich kümmere mich um das Thema Digitalisierung in der Normung. Teils zu den Themen, die da wichtig sind, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, aber auch zu Smart Standards. Mhm. So, zur Vision, ja, da geht es mal wieder dem Sebastian. Natürlich finde ich einige Teile daran sehr interessant und denen stimme ich auch zu. Vieles, was da gesagt wurde. Es gibt aber natürlich auch Einzelteile daran, wo ich sagen würde, nein, das wird aus meiner Sicht nicht so kommen. Ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist, wer behält die Entscheidungshoheit? Also wer macht tatsächlich die Entscheidung, ob bestimmte Vorgaben durchgeführt werden. Ich bin der Meinung, das ist ein wichtiger Punkt, den man entscheiden muss, zu sagen, gebe ich diese Kontrolle an ein System, dessen Funktionalität ich zum Teil gar nicht mehr überwachen kann, oder brauche ich eine Instanz, die diese Entscheidung fällt. Und wir werden aus meiner Sicht, wenn das gut läuft, in die Position kommen, dass wir sehr viele Vorschläge kriegen von der KI, viel Wissen vorgekaut bekommen, aber wir immer noch diejenigen sind, die sagen, und so setze ich das jetzt um. Und ich denke, daran muss man arbeiten, in den Unternehmen, in der Gesellschaft, aber natürlich auch in DKE und DIN. Wir als Normungsunternehmen müssen uns auch überlegen, was nutze ich und wer hat schlussendlich die Entscheidungsgewalt. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Dienstag. Morgen ist wieder Mittwoch. Da wir alle irgendwann nachher nach Hause fahren, wenn Sie jetzt 3 Dinge mitgeben könnten, in Ihrem Kopf rattert es auch schon, ich weiß, aber Dr. Sporer, wenn Sie 3 Dinge mitgeben könnten in der eigenen Organisation, DKE und DIN, was ab morgen sich ändern müsste, damit diese Digitalisierungskurve, von der Karl-Heinz Land gesprochen hat, rückgebunden an die Nachhaltigkeitsziele, die wir heute Morgen diskutiert haben, Wirklichkeit werden, um die Menschen glücklich zu machen und den Planeten zu retten, in Anführungsstrichen. Ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Also erst einmal muss ich das, was ich als Produkt verkaufe, heute, muss ich digital vorhanden haben. Daran hapert es ja schon mal. Wir verkaufen heute PDF. Ja, Sie verkaufen PDF? DIN DKE verkauft PDF. Ja, das bedeutet, ich muss jemanden, einen Experten haben. Experten schreiben für Experten, die das dann anwenden. Was wir gerade gehört haben, erfordert, dass sie das digital zur Verfügung haben, dass sie die Daten schon haben, auf denen sie Wissen und Informationen generieren können. Und daran arbeiten wir in den Smart Standards. Und deswegen ist es wichtig, erst einmal das, was ich habe, zu übersetzen. Wir nennen das Modification der Inhalte und das muss passieren.
Und okay. Das ist der erste Schritt, den ich benötige. Und wenn ich die Menschen nochmal in den Blick nehme, nicht nur die Digitalisierungsprozesse, was muss ich noch ändern? Also da bin ich beim Sebastian. Ich denke, wir müssen die Herangehensweise, unsere Vorstellung, was wir da akzeptieren können und wie sich unser Prozess verändert, da müssen wir lernen, damit umzugehen. Ich denke, dieses Mindset herzustellen und die Leute dann auch zu befähigen, diese Werkzeuge zu nutzen, ist der erste Schritt. Mhm. Darf ich nochmal? Muss es jetzt sein? Dann ja. Doch. Sebastian Kriegsmann, Sie dürfen. Muss nicht jetzt sein. Doch, soll aber. Ein Satz geht noch. Also ich glaube, es ist Offenheit. Wir sagen uns ganz häufig, wir sind offen für Neues und dann sind wir es am Ende gar nicht so. Und wir sagen uns auch ganz häufig, wir wollen agil sein und dann trauen wir uns trotzdem nichts auszuprobieren. Und wir kommen aus Organisationen, die so eine Null-Fehlerkultur leben und auf der anderen Seite sagen wir, Fehlerkultur, ihr müsst Dinge ausprobieren können. Wie in diesen Spannungen damit noch auch vom Management her transparenter, offener umzugehen und zu sagen, es ist okay, wir probieren hier Dinge aus und gleichzeitig so konkret machen, wie er zum Teil, wie Karl-Heinz zum Teil in seinem Vortrag, dass er konkrete Use Cases auch benennt, die meine Arbeit einfacher machen. Weil ich glaube, das sind die Schritte, die verstehen die Leute und dann sagen sie auch, ja, es ist vielleicht gar nicht so böse KI, sondern das hilft mir, meinen Ablauf effizienter zu machen. Da kann Caroline Andersson, die gleich dazu stößt, übrigens, ihr könnt euch hier diesen Stuhl kapern, nicht, dass wir an euch vorbeireden, die kann gleich dazu noch was sagen. Da sitzt sie sehr, sehr, sehr konkret. Jetzt gucke ich Sie drei an. Jetzt möchte ich nicht die Frage noch mal stellen, ob Sie mit der Vision von Karl-Heinz einig sind. Einer von Ihnen nimmt sich jetzt das Mikro und sagt, woran müssen wir noch ran? Und stellt sich bei der Gelegenheit vor. Was muss dringend auf den Tisch, morgens Mittwoch? Ja, also ich denke, was dringend erforderlich ist dieses Thema Medienbruchfreiheit, weil die Schwierigkeit ist, dass ganz viele Systeme und ganz viele Themen gar nicht miteinander kommunizieren können, weil wir in Summe keine einheitliche Schnittstelle haben. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Problem, dass wir sagen, bevor wir die gleiche Sprache lernen, entwickeln wir lieber ein Gateway und wir haben in Summe, glaube ich, ein regelrechtes Schnittstellenproblem, das merkt man als Dienstleister, also ich vertrete den Zentralverband des Elektrohandwerkes und ein Stück weit die Handwerker, wo dann im Prinzip Produkte, Anforderungen des Kunden, alles in Summe zusammenlaufen. Es gibt jede Menge Konfiguratoren, aber wie bekomme ich jetzt das Ergebnis eines Konfigurators medienbruchfrei in den Prozess eines Handwerkers letztendlich transportiert und das ist letztendlich wieder Geschwindigkeit. Und darf ich dazu noch was hinzufügen? Übrigens Andreas Dörflinger, Smart Metering, die Information stimmt hoffentlich. Wir haben ja dieses Gesetz vom Bundestag zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende und da soll ein flächendeckender Rollout passieren. Wir gehören in Deutschland aber zu den Schlusslichtern Europas. Ja? Mehr als 50 Millionen Messpunkte, 2021 nur 160.000 intelligent ausgestattet mit Messsystemen. Dänemark ist schneller, Schweden 100%, Estland, Spanien, Finnland, Italien und so weiter mindestens 98%. Wie werden wir da schneller? Ja, das ist eine spannende Frage, die ich in Summe, glaube ich, gar nicht beantworten kann, sondern in Summe, womit hängt das zusammen? Es sind ja eine ganze Menge Themen. Die Dienstleistung als solches, B, die Herstellung der Produkte, also dieses ganze Thema Rollout, Transport, Installation, es sind ja viele Faktoren, die erforderlich ist und da kann man auch wieder sehen, dass zum Teil die Politik auch immer schneller denkt, wie wir als Hände arbeiten. Wissen Sie, was in meinem Kopf gerade vorgeht? Ich habe das Problem, wir haben 40 Minuten Zeit. Und wir leben in einem Land, wo wir uns die ganze Zeit erzählen, das hat auch die Ampel unglaublich erfolgreich gemacht, die letzten 3 Jahre, was alles nicht geht. Sie wollen jetzt vielleicht ganz andere Sachen sagen, Sie können die auch gerne noch loswerden. Mich beschäftigt aber, wie kommen wir aus dieser Verhinderungs- und Barrierenkultur in diesen Leapfrogging-Mindset eines Karl-Heinz Land, der sagt, egal, ich sitze hier im Sandkasten, ich will spielen und so sieht meine Welt morgen aus. Wie schaffen wir das im Normungskontext? Wo müssen wir ran? Mindset haben wir schon gehört. Wie kommen wir in diese Energie? Weil die Zeiten da draußen sind düster. Ja, das ist ja nur ein Beispiel. Wie kommen wir dahin? Ja gut. In der Digitalisierung. Ja? Ich sehe natürlich auch Digitalisierung ein Stück weit als Mannschaftssport. Ja, ich denke, wir müssen in vielen, vielen Dingen zusammenarbeiten und man entwickelt heute manchmal das Gefühl, dass Gremienarbeit zum Teil stattfinden, wo Abgesandte
hingeschickt werden, um ihre Meinung oder ihr Produkt möglichst lange am Markt zu halten und zu vertreten. Aus meiner Sicht fehlt so ein Stück weit aufeinander zugehen. Also das ganze Thema Daten ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wo man sagt, ja, damit ein digitaler Prozess funktioniert, brauche ich Daten, ich brauche eine gewisse Datenoffenheit. In welchem Prozessschritt brauche ich welche Daten, wem gehören die Daten, wie gehe ich miteinander um? Also auch das ist mit Sicherheit eben wieder dieses Thema, wie transportiere ich Daten von einem System in das andere, es bleibt spannend. Okay, Gremienarbeit, mehr Gemeinschaft in Gremienarbeit. Sie haben eben genickt. Ja. Und Sie dürfen jetzt Ihren Platz freigeben schon mal. Sie können nachher wiederkommen. Das ist eine Fishbowl. Also ich will, nein, Sie haben total interessante Sachen gesagt, die uns weiterbringen. Sie können jetzt aber den Platz freimachen für Caroline Anderson oder jemand anderen, während Sie antworten. Vielen Dank, Sie kommen nachher wieder. Genau. Ich würde mich ganz kurz vorstellen. Sonst das war runter. Genau der Gedanke. Und dann gehe ich darauf ein. Also mein Name ist Carsten Knoll. Ich bin hauptberuflich an der TU Dresden, beschäftige mich dort mit erklärbarer künstlicher Intelligenz, unterrichte einen Python-Kurs für Ingenieure, habe ein Buch dazu geschrieben und bin aber heute hier als Vertreter von Bits und Bäume. Das ist ein NGO-Verbund, wo ich sag mal, der Chaos Computer Club und der BUND gemeinsam sozusagen überlegen, wie... Super Allianz. Ja, wie die Zukunft aussehen kann. Es gab zwei riesige Konferenzen und es gibt eine Community-Arbeit. Und genau, also das ist sozusagen mein Hintergrund. Und nebenbei versuche ich noch zu habilitieren im Bereich formale Repräsentation von Engineering Knowledge, sage ich mal. Also das heißt, es geht... Das führt jetzt zu weit. Richtig, aber es geht ziemlich genau in das, was wir heute schon diskutiert haben. Deswegen wollte ich es kurz anteasern. Okay. Wie wir das heterogene Wissen im Ingenieurbereich maschinenverarbeitbar machen. Die Lösung für alle Probleme dieser Welt steht in PDF-Dateien, die niemand liest. Und das ist der Punkt, wo wir ran müssen. Und jetzt schließe ich den Bogen zu dem, wo wir hin müssen. Daten war das Stichwort, was der Kollege gemeint hat. Und wie kommen wir in den Leapfrogging-Modus rein? Ich glaube, wir müssen ehrlich über Interessen und Ziele sprechen. Der CCC ist nicht unbedingt als sozusagen Jubelorganisation für eine fortschreitende Digitalisierung bekannt, obwohl dort, ich glaube, als sozusagen im NGO-Bereich mit Abstand die größte Digitalisierungskompetenz versammelt ist. Also der Chaos Computer Club seit den 80ern und so weiter. Und dort ist man sich aber durchaus auch über die Gefahren des Bereichs bewusst. Wir haben vorhin gehört, Digitalisierung kann gut oder böse sein. Mhm. Und Fakt ist, gerade die KI ist eine enorme Machtverstärkungsmaschine. Und die Leute, die Macht haben, haben typischerweise viel Erfahrung darin, wie man Macht behält und wie man sie ausbaut. Und Daten sind der Schlüssel dazu. Und gerade wenn wir Smart Metering gehört haben, damit kann man eine ganze Menge persönlicher Daten abgreifen. Damit kann man Verhaltensprofile erstellen und so weiter. Um jetzt mal ein Beispiel, ohne zu tief reinzugehen. Und ich glaube, wenn wir eine gute Digitalisierung wollen, dann müssen wir ehrlich auch über die möglichen Schattenseiten reden. Dann müssen wir nicht immer einfach nur sagen, Datenschutz verhindert alles und wir müssen sozusagen innovativ nach vorne gucken, um dann irgendwelchen großen sozusagen Datenbrokern zu ermöglichen, noch mehr Einfluss und noch mehr Macht zu haben. Wir haben es von Cambridge Analytica gesehen und das war noch vor der KI-Revolution, was da für Schindluder getrieben werden kann. Also das heißt, aus meiner Sicht müssen wir offen und ehrlich über die Risiken sprechen und da will ich auch noch auf eine Folie eingehen. Wir haben diese exponentielle Kurve mit dem Energieverbrauch gesehen. Die war dort positiv konnotiert, dass sozusagen mehr Energie mehr Wohlstand bedeutet. Und bei heute war der Anstieg nahezu senkrecht. Und ich würde sagen, die allermeisten, die hier im Publikum sitzen, wissen, was eine Exponentialfunktion für dramatische Auswirkungen haben kann, wenn wir diese Entwicklung noch 50 Jahre in die Zukunft denken, was das dann für die planetaren Grenzen auf ökologischer Ebene bedeutet. Und ich glaube, das müssen wir absolut mit bedenken. Also 100% Erneuerbare. So schnell auch, wie irgend geht. Aber auch damit werden wir kein dauerhaftes exponentielles Wachstum hinkriegen können, weil Exponentialfunktion läuft immer gegen die Grenzen. Also das heißt, aus der Regelungstechnik, in der Regelungstechnik, das ist das, wo ich herkomme, dort versucht man, die Exponentialfunktion zu vermeiden wie der Teufel das Weihwasser. Weil das ist der Prototyp von Instabilität. Okay. Also, und das liegt leider unserem gesamten Gesellschaftssystem zugrunde.
exponentielles Wachstum ist inkompatibel mit Nachhaltigkeit. Und diese Ehrlichkeit, glaube ich, müssen wir anerkennen. Und dann müssen wir gucken, wie wir innerhalb der planetaren Grenzen ein gutes Leben für möglichst alle Menschen erreichen. Okay, also je länger wir diskutieren, ich will das überhaupt nicht abschneiden. Nur wir, das ist ein riesiges Thema. Ja? Also auch noch, also das ist so vielschichtig, das Thema Digitalisierung. Wir gucken weiter. Vielen herzlichen Dank für diesen wichtigen Punkt. Wenn Sie so nett sind, sich noch vorzustellen und zu sagen, wo wir aus Ihrer Perspektive ran müssen, vielleicht das Thema Bildung, Learning, eigenes Lernen, lernende Organisation, dann stellen Sie sich netterweise vor und dann kann jemand weiteres von Ihnen schon mal hier kursieren und den Platz. Vielen herzlichen Dank, Sie können nachher wiederkommen. Guten Tag. Frau Rosinger. Ja, genau, mein Name ist Christine Rosinger, ich komme vom Office, Institut für Informatik aus Oldenburg und bin da wissenschaftliche Mitarbeiterin und parallel gerade Projektleiterin für das Projekt Wärmewende Nordwest. Genau, und ja, Bildung und ja, Fortbildung, wir sind im Projekt Wärmewende Nordwest dabei, Digitalisierungslösungen für die Wärmewende zu entwickeln. Und ein Arbeitspaket beschäftigt sich da auch mit dem Transfer und der, der Fortbildung für Handwerk und so weiter. Genau, und da wollen wir auch in Richtung, Handwerk, genau, Handwerkermangel ist ja auch ein großes Thema, genau, und dort entwickeln wir aus den Ergebnissen aus dem Forschungsprojekt jetzt auch schon in Richtung Vorlesungen, weiter Dinge und auch Handwerkerfortbildungen. Viele Handwerker kennen sich mit dem Thema oder auch gerade die Gaswasserinstallateure kennen sich mit dem Thema Wärmepumpe gar nicht so aus. Und da werden dann teilweise auch fehlende Ratschläge gegeben oder wird gesagt, es geht gar nicht, bei Ihnen können wir keine Wärmepumpe einbauen. Und da ist entsprechend auch wichtig, die da anzusetzen und die bestehenden Handwerker fortzubilden und vielleicht auch neue dazu zu gewinnen. Genau. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen später nochmal dazu zurück, vielleicht auch mit der Frage, was KI an der Stelle weiteres liefern kann. Wer sind Sie? Ja, mein Name ist Klaus-Wolfgang Klingner. Ich bin bei der Hager-Gruppe für die Koordinierung der Normung weltweit zuständig. Was ist die Hager-Gruppe? Wir sind Hersteller für Installationsprodukte. Ach. Also der Herr vom Handwerk wird uns kennen. Ja, Ihr Punkt, wo müssen wir ran? Also erst eine Sache noch. Sie hatten vorhin nun gefragt, was uns an dem Vortrag von ihm besonders gefallen hat. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass Sie KI nicht mit künstlicher Intelligenz abkürzen, sondern den Vorschlag gemacht haben, das kollaborative Intelligenz zu nennen. Das künstliche Intelligenz, das klingt so ein bisschen, wir können in Zukunft alle irgendwo am Pool sitzen und uns einen Trink bestellen. Hoffentlich. Die künstliche Intelligenz macht das Ganze. Nein, das macht sie nämlich nicht. Und das war dann der zweite Punkt, warum ich dann gedacht habe, jetzt muss ich mal hierher kommen. Wie es gesagt wurde, dass wir eigentlich nur jetzt in der Normung oder die Normeninstitute PDFs verkaufen. Und Sie haben ja gesagt, eben wir reden immer über das, was nicht klappt. Nein, wir müssen genau das umdrehen. Wir müssen über das reden, was klappt denn und was wollen wir denn. Ganz klar, hier der Herr, der vorhin hier saß, hat dann nochmal gesagt, niemand will tausende Seiten von PDFs lesen. Klar, was wollen denn die Leute? Die Leute haben Fragen und wollen Probleme gelöst bekommen. Wir brauchen also einen DKE-GPT vielleicht, sowas in der Art. Also irgendein Ding, dem ich Fragen stellen kann, die mein Problem betreffen, die wahrscheinlich irgendwo in den Untiefen der Normen vergraben sind. Gestern hatten wir auch schon, war ich auch schon mit ein paar Kollegen von verschiedenen Firmen, zum Beispiel mit Ralf Spore unterwegs. Wir haben uns dann auch beim Abendessen so über Normen unterhalten und wie die sich entwickelt haben. Da gibt es manche Normen, die hatten vor vielen Jahren irgendwie vielleicht 30 Seiten, 40 Seiten, 50 Seiten. Die haben heute ein paar hundert Seiten. Ganz klar, und es gibt viele Experten, die wissen an vielen Stellen, was in den Normen steht. Aber diese Normen mit ein paar hundert Seiten, die kennt kein Mensch mehr. Im Detail, jeder kennt seine Ecke in dieser Norm, die er kennt. Und deswegen brauchen wir ganz dringend irgendein ChatGPT, System, dem ich ein eigenes für die Normung, die da weiterhilft. Also Legal Tech weiterentwickelt, sozusagen das Grundverständnis davon. Ich
Britsch, jetzt mal, mach mal die Brücke zu Ihnen und dann kommen wir zu Ihnen, da habe ich noch eine konkrete Frage. Sie haben uns jetzt länger zugehört. An welchem Punkt wollen Sie anschlussfähig anknüpfen und sagen, genau das tun wir oder wir tun es ab morgen so? Ja, ich stelle mich ja mal ganz kurz vor. Gerne. Caroline Anderson von der AKATEC, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Ich darf hier heute die Mission KI repräsentieren. Ein Projekt der AKATEC, gefördert vom BMDV und ein Hebelprojekt der Digitalstrategie. Kurz zusammengefasst, wir als Mission KI wollen Tempo machen für AI Made in Germany. Wir wollen die digitale Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland stärken. Und ich glaube, ich habe hier schon ein paar Anknüpfungspunkte, wo ich direkt anknüpfen kann. Unter anderem haben Sie ja vorhin gefragt, ja, wie kommen wir denn jetzt eigentlich ins Doing? Wie können wir jetzt wirklich Tempo machen? Und das ist ja als Mission KI unser Anspruch. Deswegen könnte ich vielleicht mal kurz teilen, wie wir vorgehen. Bitte. Ich bin in dem Projekt unter anderem für das Thema KI-Qualität zuständig. Also wir wollen freiwillige KI-Qualitäts- und Prüfstandards entwickeln und die vor allem, und hier ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, wir wollen die verproben in der Praxis. Also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir möglichst schnell in die Umsetzung kommen, nicht zu lange über die theoretischen Fundamente sprechen, White Paper erstellen, sondern dass wir möglichst schnell Dinge ausprobieren. Und wir schnappen uns konkret Anwendungsfälle aus der Praxis, anhand derer wir die Prüfstandards und Qualitätsstandards direkt verproben können, um dann auch zu sehen, was funktioniert, aber was funktioniert auch nicht und wo muss man nochmal nachjustieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, dass man möglichst schnell halt ins Doing kommt. Okay, darf ich da mit einer Frage offen antworten? Karl-Heinz, du oder Sie, Herr Ripp, wer da antworten darf? Ich weiß nicht so viel über die IDIS, richtig? IDIS, ja. Ich weiß da nicht viel drüber. Aber die Menschen, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, war so ein bisschen hinter verhohlener Hand, zu sagen, ja, da gibt es White Paper 1, da gibt es White Paper 2, dann reden wir über bestimmte Härtegrade, die sind aber vielleicht nicht hart genug. Wie kommen wir da in die Umsetzung? Also Stakeholder-Prozesse, viel Dialog, ja, aber wie kriegen wir die Sachen schneller auf die Straße? Das, was Sie jetzt gerade sagen, ist ja so ein Reallaboransatz, zu sagen, ausprobieren, gucken, weitermachen. Wie werden wir da? Ich will jetzt nicht sagen, dass die IDIS schlechte Arbeit macht, nur es wird offensichtlich beklagt, dass wir viel zu sehr im eigenen Saft kochen, uns die Dinge erzählen, wer hier was noch irgendwie und so weiter. Wie kommen wir dahin? Da würde ich gerne einhaken. Ach, bitte. Ja. Und erst vorstellen. Damian Schani, mein Name, Geschäftsfeldleiter Digitalisierung bei der DKE und unter anderem einer der Mitinitiatoren von IDIS. Ich will es ja nicht schlecht machen, ich habe ja keine Ahnung. Alles gut, alles gut. Das ist ein berechtigter Einwand und wir haben ja auch das Thema Normen machen Zukunft. Und da steckt das Wort Machen drin. Und bei IDIS denken wir nur nicht nur über die Konzepte, über die Mehrwerte nach, sondern wir verproben auch Dinge. Und da haben wir einige Erfolgsgeschichten zu vermelden, beispielsweise das Thema Anforderungserkennung, in welche Systeme kann ich das reinbringen, wie sehen Applikationen aus, die solche Dinge, solche Daten auch verarbeiten können. Mhm. Und das geht jetzt in erste Produkte rein und somit kommen wir der Zukunft meiner Meinung nach einen Schritt näher. Von daher, man muss, sage ich mal, seinen Horizont breit haben und all die möglichen Aspekte mitbedenken. Die Konzepte, die Verprobung und da will ich auch nochmal anschließen an das Thema kollaborative KI. Das hat mir auch besonders gut gefallen, weil das ist auch einer der Punkte bei IDIS. Wir haben gemerkt, bei der Digitalisierung der Normung, das können wir nicht alleine. Und andere sind da auch weiter. Wer sind denn die anderen? Die anderen sind wissenschaftliche Institute, wie zum Beispiel das Fraunhofer. Das sind die großen Unternehmen, die Digitalisierung schon seit mehreren Jahren voranbringen und sogar als Produkte verkaufen. Und das sind die Verbände, die ebenfalls die Aufgabe haben, ihre Informationen mit ihrem Netzwerk zu teilen. Mhm. Und warum sollten wir als Standardisierer wieder was ein eigenes Ding machen? Und deswegen war die Idee bei IDIS, alle Stakeholder zusammenzubringen und zu überlegen, wie können wir auf Bestehenden aufbauen und wie können okay, wir die Informationen vernetzen? Nochmal, und Freiwillige können auch ihre Stühle wieder räumen. Also ich will keinen runterschubsen, aber für andere freimachen. Ja. Nochmal die Frage der Umsetzungsgeschwindigkeit. Wir haben die USA auf der linken Seite, wo wir nicht wissen, was in diesem Jahr passiert. Wir haben Bundestagswahlen, von denen wir nicht wissen, wie sie durch Cambridge Analytica torpediert werden wird. Gibt es ganz große Fragezeichen von vielen Leuten. Und wir haben China auf der anderen Seite, die in einer Geschwindigkeit das Auto als fahrende Dateneinheit und so weiter zu winzigen Preisen unter Ausschluss von Menschenrechtsfragen und so weiter und so fort. Ja. Das ist die Situation, in der wir sind. Wie werden wir, vielleicht erst den Start-Upper und dann du, Karl-Heinz. Gut. Bitte. Vielen Dank. Ich glaube, ein springender Punkt, den wir überwinden müssen, ist die Art und Weise, wie wir mit Fehlern umgehen.
Und zwar, wir brauchen nicht immer die 100%-Lösung. Das werden wir mit KI im Zweifelsfall eh nie bekommen, weil das alles statistische Modelle im Endeffekt sind. Und die machen Fehler. Aber wir neigen dazu, dass wenn wir Prozesse oder Produkte umsetzen wollen und die einen Kollegen oder eine Kollegin ab im Prinzip unterstützen sollen, dann muss das fehlerfrei sein. Das wird aber wahrscheinlich nie so sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, auch die Menschen machen ja Fehler. Das heißt, wir müssen auch Systeme akzeptieren, die nicht hundertprozentig immer richtig sind. Weil der springende Punkt ist, wir müssen, und das, was uns KI hilft, nicht mehr mit dem weißen Blatt Papier anfangen. Wir können Systeme zusammenpacken, eine PDF lesen, innerhalb von kürzester Zeit die Kernpunkte rausbekommen und kriegen damit schon 80% der Zeit abgenommen. Oder wenn es nur 50% ist. Diesen Boost, den wir mitdenken müssen, das ist, glaube ich, was wir im Mindset gerade beim Thema Fehler... ja, aber noch mal eine Frage dazu. Haben wir nicht eine totale Hybris? Man weiß aus dem Verkehr und der Mobilität, dass eine KI bei autonomem Fahren viel weniger Unfälle produzieren würde. Wir alle halten uns aber für die besten Fahrerinnen. Totaler Quatsch. Ja. Und so ist es wahrscheinlich. Ja, die meisten Fehler sind menschengemacht. Weniger von der KI. Ich rede jetzt nicht über Halluzinationen. Ja? Also, Karl-Heinz. Und dann gerne Sie. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Also erstens Fehler Mensch. Wir stellen das Gegenteil fest. Bei einer Ausschreibung von 800 bis 1000 Seiten macht der Mensch im Schnitt 3 Fehler in der Ausschreibung. Die KI nicht, die erkennt sie. Das zum einen. autonomes Fahren und Plattform. Ich war ein bisschen geschockt. Wir stellen KI oder technologischen Fortschritt als Gegenteil zur Nachhaltigkeit dar. Tatsache ist das Gegenteil. Die KI und der technologische Fortschritt sind der Hebel und Garant für mehr Nachhaltigkeit. Wenn ein Auto geshared wird, was 5% Wirkungsgrad hat, und ich kann das mit 20 anderen nutzen, weil es selber angeritten kommt, wenn ich es rufe, und ich brauche nur von 20 Autos eins zu bauen, das ist für die Automobilindustrie erschreckend, wird aber genauso kommen, dann brauche ich 19 mal 1,8 Tonnen Metall und Rohmetall überhaupt nicht mehr zu produzieren. Das ist die Realität. Das ist auch nachhaltig unter uns gesagt. Ja? Das Zweite, was ich sagen will, die Energieprobleme lassen sich ganz einfach lösen. 1,8 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie fallen jedes Jahr auf diesen Planeten. Wir haben kein Energieproblem, wir brauchen nur 22.000 Terawattstunden, ein Zehntausendstel. Also so intelligent sollten Ingenieure sein, dass sie die sinnvoll nutzen und auch speichern können. Ja, darf ich aber ganz kurz da reingehen? Derzeit haben wir ein Problem, weil die Digitalisierung da selbst und die generative KI ist massiv dran beteiligt, den Energieverbrauch von massiv eben auch durch Kohle etc. Strom erzeugter Energie zu boosten. Das heißt im Moment... Aber wenn die doch dazu führt, dass ich nachher nur noch eins von 20 Autos bauen muss, jedes Auto produziert 12 bis 14 Tonnen CO2, das ist dann noch kein Meter gefahren. Egal ob Elektro oder nicht Elektro. Wenn ich das verhindern kann mittels Energie, mein Gott, dann habe ich aber gerne noch ein bisschen mehr Sonnenenergie dazu gegeben. Das ist Quatsch. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das Dritte war, das Mindset ist das Problem, da bin ich vollkommen bei dir. Ich komme manchmal mir vor wie so eine Fliege, die in einem Glas sitzt. Und da hat man einen Bierdeckel draufgelegt. Und die Fliege flog seit Wochen dagegen. Ja? Und dann nimmt man den Deckel weg und die fliegt nie mehr dagegen. Die fliegt aber auch nie mehr raus. Wir sind Gefangene in unserem System. Also, erstens. Die alten Regeln von gestern, was die Probleme Schnittstellen angeht, das sind Gerüchte, das stimmt doch überhaupt nicht mehr. Wir erzeugen Code für jedes System mit der KI. Ich schreibe in ein altes SAP-System, wo keiner mehr weiß, wie es richtig zu warten ist mit einer KI und binde das in einen Workflow ein, wo 15 andere Systeme drin sind. Das betrifft auch den Handwerker, das ist Quatsch. Medienbrüche sind maximal noch da, wo Papier ist. Und das müssen wir loswerden. Ist das so? Mit Papier können wir im Moment noch wenig anfangen, es sei denn, wir fotografieren es und haben es dann wieder digital. Dann haben wir es wieder vollwertig integriert. Ja? Also diese Medienbrüche, Geschwafel, das stimmt nicht mehr. Ja? Die Schattenseiten der KI, ja, dann kommt jetzt der Böse und überwacht uns. Leute, wir haben alle so ein Ding in der Tasche. Das weiß alles über uns. Und jetzt machen wir uns Gedanken, was die KI über uns wissen sollte. Bereitwillig geben wir jeden Tag unsere Daten bei Google, Apple, Facebook ab.
kein Problem. Aber mit der KI, oh Gott, ne? Die Chinesen machen die effizienteste KI, die Amerikaner die beste und wir die regulierteste. Na dann, Prost, Mattes. Ja, das wird so nicht funktionieren. Ja, aber wir changieren zwischen, ich will nicht sagen, mehr Elastizität, mehr Agilität, mehr Freiheit und mehr Standard, also mehr Sicherheit auf der anderen Seite. Das ist ja offensichtlich ein unauflösbares, wie soll ich sagen, Spannungsbogen, den es zu verhandeln gilt. Sie zuerst. Dann weiß ich nicht, was wem noch im Kopf rumgeht, Ihnen und dann Sie. Ja, danke. Bitte. Mein Name ist Rudolf Brandner. Ich bin von der DKE, Abteilungsleiter von Core Safety and Information Technologies. Ich finde die Diskussion hochinteressant. Sie haben vorhin gefragt, was brauchen wir, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ja. Was ich heute Morgen schon gehört habe, war eine Darstellung von den Problemen, die wir mit CO2-Ausstoß haben, von der Klima und so weiter. Was nicht angesprochen wird, ist eigentlich das, was dem System fehlt, nämlich Geld. Warum sind die Chinesen so gut? Weil die schmeißen halt einen Haufen Geld aufs Problem. Ja, aber da haben wir eine andere Staatsform. Warum sind die Amerikaner so gut? Weil die schmeißen einen Haufen Geld drauf. Und was machen die Deutschen? Allein wenn ich bei uns jetzt mal schaue, IDIS etc., wir sind budgetgebunden. Wir können nicht beliebig Sandkästen bauen, beliebig Sandkästen ausprobieren. Und das ist das Hauptproblem, dass wir an der Stelle auch entsprechend Unterstützung nicht nur in der Industrie, sondern auch von der Regierung bekommen. Und ja, aber darf ich eine kurze Sache sagen? Meine Bitte vorhin war, in diesem Hektagramm über uns, mit uns zu diskutieren. Das Problem ist, wir haben ein Transformationsfondsurteil des Bundesverfassungsgerichts, 180 Milliarden weniger. Wir erleben überall, wo gedeckelt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Geldregen von oben kommt, ist nicht so richtig groß. Ja? Da haben wir ein IRA, den wir nicht haben, und da haben wir Staatsdoktrin. Die Frage ist, wie können wir unter angespannten Kassen, die wir haben, und Möglichkeiten genau trotzdem diese Transformation hinkriegen? Müssen wir ja. Da gehe ich d'accord mit dem Mindset. Ich möchte an der Stelle auf ein Buch hinweisen, was sehr gut ist. Das heißt Fumbling the Future. Ich kann das nur jedem Manager empfehlen. Es geht darum, wie Xerox den PC erfand und nicht wusste, was sie damit anfangen sollen. Das ist in den 80er Jahren passiert. Xerox ist groß geworden mit der disruptiven Technologie. Die wussten, dass die nächste Disruption kommt, und das Buch beschreibt, warum sie an dieser Disruption gescheitert sind. Und das Thema haben wir heute wieder. Okay, vielen herzlichen Dank. Sie brauchen ein Mikrofon, aber wer will zuerst? Du willst zuerst, Sie wollen zuerst. Du, Sie, Christopher. Wir waren beim Du. Ja. Es gibt einen Punkt, den ich noch ergänzen wollte zum Mindset. Es ist eine disruptive Technologie, die KI. Wir haben es vorhin gesehen, gegenübergestellt mit der Dampfmaschine. Und ich glaube, dass eine disruptive Technologie immer auch die Einführung derer erfordert ein Umdenken im Problemlösen, wie wir Probleme angehen. Wir haben das Thema vorhin genannt, Thema Datenstruktur, wie kriege ich die Daten alle zusammen? Bei den meisten Leuten ist im Kopf, dass wir dann einen IT-Lehrer beauftragen müssen, der uns APIs programmiert, wo wir die Daten dann automatisiert von A nach B bekommen. Aber ich glaube, mit dem Thema KI kriegen wir viele dieser Schnittstellen, und da stimme ich zu, zumindest vielleicht nicht zu 100% direkt zack die Lösung auf den Tisch gelegt, aber wir kriegen 80%, indem wir sagen, nutzen einen fundamentalen Sprachmodell und sagen, okay, ich brauche die Daten in dem Format, gebt die verschiedensten Datenformate rein und kriegt die quasi hinten raus. Und ich habe diesen großen Aufwand, IT-Entwicklungsaufwand, den habe ich jetzt ja schon teilweise nicht mehr, in denen, wie die Modelle jetzt schon funktionieren. Und im nächsten Jahr sieht es schon wieder deutlich anders aus. Das heißt, wie wir rangehen an Fragestellungen, das müssen wir auch komplett anders denken. Wir müssen lernen, mit KI zu arbeiten. Darf ich noch eine Frage da dran hängen? Es gibt einen Autoren, dessen Namen habe ich leider vergessen, ich glaube Stanford-Professor, der hat ein Buch geschrieben, relativ nicht so alt, das Buch, darüber, dass die KI jetzt die erste Spezies sein wird, die Kinder gebärt, in Anführungsstrichen Kinder, die ihre biologischen Eltern nicht mehr kennen. Nein, wir sind offensichtlich an einer Transformation. Ich rede nicht von Transhumanismus, wo wir etwas uns noch gar nicht vorstellen können, wie es weitergeht. Wenn das so ist, ist eine These. Was ist deine Vorstellung davon, was die Rolle des Menschen in der Normung der Zukunft sein wird, wenn diese Leapfrogging-Fortschritte, von denen Karl-Heinz uns ja auch erzählt, weitergehen? Was ist als Start-up-Mentalität, die du da sitzt mit deinem Kopf, was ist dein Bild von dir selbst in der Rolle? Von mir selbst? Also ich oder als Mensch, Organe. Was ich in Workshops immer sage, weil ich parallel zu dem auch noch ChatGPT-Workshops für KMUs gebe, ist immer alleine im Team arbeiten. Das ist das, was uns die Sprachmodelle gerade ermöglichen. Das heißt, ich habe einen persönlichen Assistenten an meiner Seite,
der mir hilft bei allen möglichen Fragestellungen, sei es CO2-Bilanzierung, die wir jetzt mit unserer Software machen, sei es das Thema Reporting, Berichterstellung etc., was keiner von uns gerne macht, wenn man mal ehrlich ist. Aber das ist ein Stück weit auch notwendig, auch wenn es in Ablage P landet. Aber ich habe dann einen Assistenten, der mir eine Rolle annehmen kann, egal welche ich haben will. Der kann mir eine juristische Grundeinschätzung geben. Er kann mir eine Einschätzung geben, ob das normenkonform ist, was ich mir vorgestellt habe. Er kann mir Tests schreiben für eine Software. Ich habe einfach einen Assistenten immer an meiner Seite. Das ist das, was ich als Zukunftsvision sehe. Oxford-Professorin hat mir gesagt, wie ein schlampiger Mitarbeiter. Den sollte man gelegentlich besser mal kontrollieren. Sie zuerst und dann Sie. Ich greife mal den Punkt auf, den wir gerade gehört haben. Danke. Wir sollten umdenken, wie wir an Probleme rangehen. Und das insbesondere für die Digitalisierung. Ich glaube, wie wir als Gesellschaft mit kontroversen Themen und komplexen Themen umgehen, da sind wir so grottenschlecht drin. Also wir waren schon immer schlecht als Menschheit. Das scheint ein Problem der Menschheit zu sein. Und die Digitalisierung hat es noch mal viel schlechter gemacht. Also das können heißt, Sie das mal verifizieren, was Sie meinen? Na, ich sag mal, X bzw. ehemals Twitter ist eigentlich die Plattform, für, wo sich die politische Ebene und die journalistische Ebene austauschen, die wichtig da in dem Bereich ist. Und das Verhältnis von konstruktiven Diskussionen, wo man eine komplexe, kontroverse Sachfrage dort diskutiert und dann sagen alle, dass sie was dabei gelernt haben und dann kommt am Ende eine objektiv gute Lösung dabei raus zu solchen, die einfach entweder völlig eskalieren, sodass Leute gebannt werden, suizidal werden oder sonst was, oder die ergebnislos im Sand verlaufen. Das Verhältnis ist grotesk verschoben zur letzterer Kategorie. Und ich glaube, wir müssen deutlich mehr Qualität in die Debatten reinkriegen, dass wir Wie schaffen wir das? Ja, wir haben die letzten 8 Minuten. Deswegen, ich will die U-Kurve sozusagen hin zur Möhre, zur Vision. Richtig. Wie schaffen wir das? Ich glaube erstmal, indem wir das Problem anerkennen, dass Digitalisierung für die Diskussionskultur nochmal eine separate Herausforderung darstellt und dass wir dann an Lösungen arbeiten. Kleiner Spoiler, Bits und Bäume hat einen Spin-off, nennt sich konstruktive digitale Diskussionskultur, wo wir genau an sowas arbeiten. Wir haben nicht den Heiligen Gral schon gefunden, aber wir mit einer Mischung aus sozialer und technischer Innovation kann man da schon einiges machen. Die Leute, die sich mit Softwareentwicklung ein bisschen beschäftigen, kennen vielleicht die Plattform Stack Overflow und die können sich vielleicht auch daran erinnern, wie es vorher war. Da haben sehr simple Änderungen in der Kommunikationsmechanik haben erheblichen Fortschritt gebracht und sowas geht wahrscheinlich. Okay, wir sammeln weiter. Und vielleicht ein Punkt. Bitte? Die Veranstaltung ist in 7 Minuten zu Ende. Nee, nicht die Veranstaltung, da kommt das Beste zum Schluss. Okay, gut, nur die aber Runde. Diese Runde. Und das ist leider immer so. Immer dann, wenn es spannend wird, ist es vorbei. Das heißt, ja, es ist aber was sollen wir denn sagen? Und jetzt kommt der Punkt. Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, die Debatten auch in der notwendigen Ausführlichkeit zu führen und zu dokumentieren, dass man nicht immer wieder nächstes Jahr wieder von neuem anfängt, da sind neue Leute da, sondern dass man guckt, welche Argumente sind schon diskutiert worden, wo war der Stand, was hat sich seitdem geändert und diese Technologien, die müsste man forschen. Ja, aber ich frage mich ganz ehrlich, ich finde das so ein bisschen wie Hohl- und Bringschuld, weil wir sind hier Amüsgöll, wir sind hier Kopföffner und morgens wieder Mittwoch. Also was, wenn ihr darüber diskutieren wollt, ich will nicht sagen, dann schafft halt die Diskursformate oder die Standardization Community Map oder was auch immer, wenn es so prioritär ist, ja. Also nur deswegen. Aber vielen Dank, dass es offensichtlich irgendwie Spaß macht. Wartet auch schon lange. Sie dürfen dann auch wieder. Wir müssen jetzt den Speed der Beiträge etwas erhöhen, damit wir noch ein paar Stimmen kriegen. Ja, Jürgen Kreusel von Hitachi Energy. Sie haben mich ja schon gehört als Jurymitglied. Und der eine oder andere kennt mich auch. Ich wollte mal anknüpfen an, wie werden wir schneller? Ich glaube, wir müssen auch über ein Thema reden und das auch offensiv vertreten. Sie hatten gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Da würde ich sagen, außer in Deutschland. wir haben. Wollen wir das ändern oder wollen wir das nicht ändern? Ja, da will ich ja darauf hinaus. Die Piratenpartei hat vor vielen Jahren mal gefordert, dass grundsätzlich alles digitalisiert werden sollte, es sei denn, es gibt wirklich harte Argumente dagegen, also eine Digitalisierungspriorität. Sie können sich denken, wie erfolgreich sie damit war. Das wäre aber genau der richtige Schritt. Genau das wäre ein richtiger Schritt. Jeder Prozess, der kommt, grundsätzlich mal digitalisieren, außer es gibt wirklich harte Gründe, das nicht. Und das ist ein soziales Problem in unserem Land. Ich sage Ihnen mal eine kleine Anekdote aus dem Anfang der Pandemie.
wir hatten das Glück, also unsere Schulen waren wirklich nicht gut vorbereitet. Also wir haben zwar, glaube ich, keine Einwahlmodems mehr, auch nicht in Deutschland, aber die Bandbreite hat vorne und hinten nicht gereicht. Und unsere Schule hat das gut gemacht, die Lehrer haben das gut gemacht. Wir hatten Glück, dass wir eine ausreichend kritische Gruppe hatten, die das auch wollte. Aber ich habe auch von Schulen gehört, die haben sich geweigert und gesagt, wir müssen die Aufgaben per Papier zu den Schülern und Schülerinnen bringen. Schulen auf dem Land, können Sie sich vorstellen. Ja. Und zwar warum? Nicht, weil die es nicht konnten oder wollten. Es könnte ja Kinder geben, die keinen Internetanschluss haben. Und solange wir bei dem Thema immer die Letzten in der Gesellschaft schützen und die Schnellen ausbremsen, da wären wir nicht schnell. Und das ist ein Grundsatz, das ist aber unsere sozialpolitische Haltung. Oh, das müssen wir jetzt kritisch diskutieren. Weil auf der anderen Seite geht es um Bezahlbarkeit, soziale Gerechtigkeit, alle mitnehmen. Es heißt All Electric Society. Ja, dann müssen wenn ich nur 96%... Ja, darf ich auch? Ach so, Entschuldigung. Dann müssen wir darüber reden. Aber solange wir das so lassen, müssen wir uns nicht wundern, dass jede Behörde nicht digitalisiert, immer jeder einen Ausflug hat und jeder immer den Eindruck hat, ich muss nur gut genug argumentieren, dann geht der Kelch schon an mir vorüber. Sie haben eben über Geld gesprochen. Wir haben doch kein Geldproblem. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Das Geld muss doch, erstens muss das Geld nicht nur vom Staat kommen. Da kommt sowieso am wenigsten her. Der größte Teil des Bruttoinlandsprodukts ist Privatwirtschaft. Wenn die Industrie investieren will, wird sie es tun. Und sie will es halt an vielen Stellen auch nicht in diese Themen. Und das ist wieder unser Kulturproblem. Und der IRA ist ein Strohfeuer. Wir haben einen Net Zero Industry Act, der wird wahrscheinlich sehr viel nachhaltiger wirken in der Europäischen Union. Habt ihr davon schon mal gehört, hier in Deutschland, in unserer schönen Provinz? Hoffentlich. Ist nämlich nicht so weit weg. Ich sage das ein bisschen, weil wir reden hier über Diversität. Hier ist wieder nur deutsche Provinzblick. Das ist auch ein Teil des Problems. Die Chinesen haben, ja, die hatten mal mehr Geld, die haben im Übrigen nicht mehr so viel Geld im Moment. Was die aber haben, ist eine unbändige Freude am Vorwärtsrennen. Jeder für sich. Die haben so einen Vorbehalt. Wenn ich was neu machen kann, modern machen kann, dann mache ich das modern. Und dann stelle ich mich auf den Marktplatz und sage, Hurra. Die machen Leapfrogging. Nee, die haben Spaß an der Innovation. Ah, ja. Jeder im Land, nicht nur die Regierung. Und da müssen wir ran. Jeder muss das vertreten. Und zu dem Punkt eben Diskussionskultur, ja, vielleicht sollten die... Ist lästig. Ich mache da auch ungern mit, weil es macht einfach keinen Spaß, so X-Diskussionen und so. Aber wenn alle die, denen es keinen Spaß macht, weil sie angewidert sind, den Mund halten, dann bleiben halt die übrig, die den Mist erzählen. So viel zum Thema, okay. Was können wir selber. Vielen herzlichen Dank. So viele Punkte an der Wäscheleine. Ich möchte jetzt aber noch mal... Sie sollen noch was sagen, Sie auch und Sie. Aber ich möchte zu Ihnen noch mal zurück, weil eben klickte es bei mir, weil ich dachte an den Diskurs bei den Smart, bei der letzten Smart, Standards, in der Breakout-Session. Und da ging es darum, da habe ich ans Handwerk gedacht. Wenn ich einen Handwerker beauftrage und eine Handwerkerin, dann weiß ich, dass ich will, dass der das dort reinschraubt oder das so groß macht. Und am Schluss sagt er mir, was es kostet. Und ich habe mich gerade gefragt, können wir nicht in den Prozessen was vom Handwerk lernen, dass wir vorher klarer definieren, was der Impact sein soll, den die Digitalisierung bringt, dann da dran schreiben, das Preisschild, was es kostet und den Mehrwert glasklar machen, zu sagen, wenn du das nächstes Jahr investierst, hast du 10 Jahre lang, also 10 Jahre vielleicht nicht, aber anderthalb, davon den und den Vorteil. Und ich habe mich gefragt, was können wir davon lernen? Gut, genau das ist ja eigentlich das Ziel. Von der Idee des Kunden, ich sage, bis zum digitalen Produktpass oder bis zum digitalen Projekt, zur digitalen Projektakte, alles digital, im Prinzip durchgängig, medienbruchfrei, also da bin ich auch wirklich ein Freund, aber muss jetzt doch nochmal sagen, so einfach ist das nicht. Und wir haben aus meiner Sicht ein Riesenproblem, weil du bist als Handwerker, kaufst du dir ein kaufmännisches Programm, eine kaufmännische Lösung, du kaufst dir kaufmännische Werkzeuge, die Schnittstellen haben. Und ich habe keiner, der mal da so ein SAP-Tool aus dem Ärmel schüttelt und sagt, ha, ab morgen funktioniert die Schnittstelle. Da bin ich... Habe ich eine andere Kernkompetenz, da tut mir furchtbar leid und da bin ich auch ein Stück weit auf Dritte angewiesen, sage ich jetzt mal. Also ich finde die Idee gut, aber ich wollte noch mal sagen, es ist nicht so einfach und zu sagen, das ist nur Geschwafel. Mhm. Die Realität ist die, dass ich sagen kann, im Moment ist das ein Wunschgedanke, dass alles miteinander kommunizieren kann. Wenn wir es schaffen, sind wir ein Stück weiter. Ganz ehrlich, das wäre ein Riesending. Und jeder, der daran arbeitet, deshalb ist es Mannschaftssport, unseren Beitrag leistet, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Ihr Beitrag und wer Sie sind, dann Sie und dann, glaube ich, darf Karl-Heinz den Sack zumachen.
Ja, Jens Geiko, bin bei der DKE und leite das Standardization Council Industrie 4.0. Ich fand jetzt einige interessante Punkte drin. Es wurde beklagt, Komplexität steigt, die Normen werden immer größer, wir kriegen das nicht hin. Und das ist nicht nur bei Normen so, das ist überall. Karl-Heinz Land hat gesagt, wir haben die Monster. Und die Monster sind genau die, die in vermeintlich schwierigen Situationen einfache Antworten versprechen. Aber was ist KI? Es gibt kollaborative Intelligenz, ist schön. Es gibt einen anderen schlauen Menschen, der sagt, das heißt künftige Informatik. Für mich ist KI ein Tool, Komplexität beherrschbar zu machen. Und vielleicht ist das ja auch eine Antwort, die wir hier geben können, dass wir sagen, ihr müsst nicht den Monstern zuhören, wir nutzen KI, um die Komplexität der Welt zu beherrschen. Und damit kriegen wir ja auch eine neue Stufe von Wohlstand hin und Wertschöpfung. Also das ist ein Gedanke, den wir hier leben können, glaube ich, wo wir reingehen können. Mhm. Und das kann uns tagtäglich in der Normungsarbeit helfen. Auf der einen Seite beklagen wir alle, dass die Normen immer größer werden, auf der anderen Seite kriegen wir Aspekte rein, die wir vor 10, 20 Jahren noch nicht drin hatten. Wie lange wollen Sie noch in der Normung arbeiten? Gute Frage. Ernste Frage. Ich meine jetzt nicht das Rentenalter, sondern ich meine einfach dieses, wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, gucken Sie, was wünschen Sie sich, dass an Ihrem Job anders ist in 5 Jahren? Ja, die Rolle der Normung, oder es wird sich, glaube ich, verändern. Und da müssen wir, muss, glaube ich, auch die Industrie und die Normungsorganisation, vielleicht können wir das nachher beim Bier machen, auch wirklich reden, welche Rolle soll die Normung haben. Normung war in der Vergangenheit nie der Innovator. Normung hat das beschrieben, was stabil ist. Und ich glaube, auch da können wir es mit der KI zusammenbringen. Die KI bringt die Schnelligkeit rein, aber nicht die perfekten Lösungen. Das wurde ja auch gesagt, KI macht Fehler. Wenn wir dann aber sagen, das, was stabil ist, nutzen wir über die Normung. Und da haben wir ja auch Ansätze hin, dass wir Datenschnittstellen, Datenstrukturen normen, um damit eine Unabhängigkeit von den Hyperscalern zu schaffen. Und dann können wir die europäische Karte spielen, weil aus Europa dominieren wir die internationale Normung noch. Und wenn wir okay, es wollen, können finde wir ich das eine super also, Frage an Karl-Heinz Land zum Schluss. Das als ansetzen. Bild, sozusagen die Möhre, Normung als das innovative Rennpferd vorne für zum Europa. Absichern. Nee, KI ist das Rennpferd und wir sichern damit unsere Souveränität. Aber ich habe doch gerade gehört, dass die Normung die Innovationen bringen soll. Das haben Sie im Satz davor gesagt. Die Normung sichert das ab. Oder sichert das ab. Und die Souveränität sichert die Normung. Okay, gut. Karl-Heinz, du gleich zum Schluss, aber Sie netterweise noch. Baram Salimi von der Digitalisierung, auch von der DKE. Der Satz vorhin mit alles, was wir digitalisieren können, digitalisieren wir. Was können wir nicht digitalisieren? Die Köpfe der Experten, die gerade hier alle im Raum sind, auch alle, die gerade national vorhanden sind und so weiter. Das Wissen ist bald weg. Das sind Zeitzeugen. Das sind Leute, die aktiv mit ihrem Wissen gerade dort dran sind. Und wenn sie mal weg sind, dann ist das Wissen einfach weg, muss man so sagen. Hoffentlich ist es niedergeschrieben, vielleicht auf einem Post-it, wir wissen es nicht, weil es ist ja weg. Und das Ding ist, das ist halt das, was mich am meisten immer stört. Wir sagen immer Digitalisierung. Ich möchte eine Hand sehen, die jetzt heute im Raum sagt, nein, die will ich nicht, weg damit. Ich brauche auch keine Unterstützung bei meiner Arbeit. Ich habe einen riesigen Haufen Post-its letztens mitgenommen und den muss ich noch verbrauchen, bis ich in Rente bin. Wann ist diese Rente? Ja, in der Normung ist es meistens so, die Leute kommen aus ihrer Rente zurück. Die gehen nicht irgendwie mit 68 oder sonst irgendwas in Rente. Die kommen noch irgendwie mit 70, 80 nochmal irgendwo in die Firmen zurück. Also ehrenamtlich oder hauptamtlich? Jetzt nicht in die Normungsorganisation, sondern in den Firmen auch. Das ist einfach nur so, weil die dort keinen Nachwuchs rankriegen. Und wir haben vorhin die rote Karte gesehen mit, wo ist der Nachwuchs? Haben wir genügend davon? Und alle zeigen die rote Karte. Wir verlieren das Wissen. Das heißt, wir haben die Digitalisierung, die vorangeht, aber aus meiner Sicht viel zu langsam und viel zu wenig kollaborativ. Wir brauchen einen Faktor 100 in beiden Richtungen. Kollaborativ und tatsächlich performance. Ja, aber das hatten wir heute Mittag ja auch schon mal. Elektrotechnikstudierende. Wir haben 137.000 IT-Fachkräfte, die, glaube ich, fehlen. Plus x Arbeitskräfte, die mit Digitalisierungsprozessen zu tun haben. Gut, die KI wird es alles richten, Karl-Heinz. Also insofern, hol uns mal mit einer positiven Stimmung aus dieser komplexen Diskussion raus. Also, aus meiner Sicht, erstens, ich bin der festen Überzeugung, Deutschland hat das Potenzial, Leapfrogging-Weltmeister zu werden, wenn wir die KI richtig nutzen, einfache eigene Modelle machen. Ich habe ja vorhin so ein bisschen angedeutet, wie das geht. Das Zweite ist, er hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Wir haben ja kein Problem als solches. Fachkräftemangel ist auch eine Konsequenz, weil wenn wir 5, 6 Ingenieure brauchen, um eine 800-seitige Ausschreibung 5 Wochen zu bearbeiten, dann sind die einfach fehleingesetzt, wenn das eine KI in 1,5 Stunden kann, und zwar besser wie diese 5, 6 Ingenieure. Das müssen wir uns ja mal klar machen. Die Fehler macht nicht die KI, die Fehler macht
die machen die Menschen. Ja, wer 800 Seiten überhaupt liest und verstehen und dann noch alles behalten. Aber das ist das Zweite. Das Dritte ist, wir haben ein massives Problem mit den geburtenstarken Jahrgängen. Ich zähle ja selber dazu. Irgendwann würde ich auch mal gerne ein bisschen mehr zu Hause bleiben, irgendwie auf der Couch sitzen oder was anderes machen. Das Thema wird, das Wissen geht verloren. Und das können wir jetzt sicherstellen. Wir haben ein Projekt bei einem Mittelständler, übrigens ein 50-Mann-Betrieb, für den wir eine Unternehmens-KI bauen, weil der sagt, ich bin jetzt 62, in 3-4 Jahren will ich mich in die Rente begeben, die Kinder wollen nicht den Laden übernehmen, hochprofitabel, Maschinen, Oberflächenveredelung macht er, extrem viel Fachwissen. Und er sagt, wenn ich gehe, kauft mir keiner den Laden ab, weil mit mir geht das Wissen. Also was machen wir? Wir nehmen das gesamte Wissen dieses Herrn, ne, mit 62, hauen das in die KI und so kompliziert ist das nicht, ja, das sage ich auch, ohne dass wir ihn direkt anschließen müssten, das geht. Ja. Und damit ist sein Laden nicht mehr 10 Millionen, sondern 40 Millionen wert. Und dann lohnt sich auch ein Investment in 200.000-300.000 zum Aufbau einer Unternehmenskarriere. Das war der Werbeblock für Karl-Heinz Land. Letzter Punkt. Wir denken immer, es gäbe zu wenig Geld, weil wir uns immer darauf verlassen, der Bund wird schon richten. Das ist irgendwie seit Corona hat sich das so eingeschlichen. Wir haben so viel Privatvermögen in den Firmen, in den Familien, in den Familienunternehmen stecken. Die müssen nur mal anfangen, ein bisschen zu diversifizieren. Steckt euer Geld in die Startups, helft denen, holt die Innovation und holt euch die Brandbeschleuniger in eure eigenen Unternehmen. Das kann ich nur empfehlen. Gut, vielleicht ein Panel für nächstes Jahr. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.